Herzlich willkommen zurück hier zur Folge 137 bei Factorius Seabrook. Moin moin. So, pass mal auf. Ich habe gerade gesehen, stromtechnisch wird es jetzt wieder ein bisschen schwieriger. Wir haben aber eine ganze Ecke an Landfill. Und wir haben eigentlich jetzt mittlerweile auch eine relativ gute Produktion von Eisenplatten. Und wir sollten eigentlich auch eine relativ gute Produktion von Stahl haben. Da können wir mal ein bisschen höher gehen jetzt. Kupfer willst du auch haben? Echt jetzt? Dann kannst du auch gerne mal ein bisschen Kupfer haben. Circuit Boards. Elektronischer Schaltkreis, ja. Da fehlt uns Carbon. Okay, holen wir mal ein bisschen Carbon. Carbon, 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 Carbon haben wir hier. Oder auch nicht. Was ist das? Okay. Wir haben immer noch nicht genug Carbondioxid. Lass mal schauen. Warum nicht? Hier kommt einfach zu wenig an. Und jetzt wird es natürlich noch schwieriger, weil wir jetzt natürlich auch noch weniger davon herstellen. Okay, also Fakt ist, wir brauchen mehr diese hier, mehr Wood Pellets. Wir brauchen da definitiv, also jetzt haben wir einen massiven Engpass hier. Teil mal auf, dass er da mal ein bisschen mehr ranbekommt. Na gut, wir haben natürlich unten wirklich massiv ausgebaut, ne? Wobei die ganze Geschichte hier unten voll, 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 voll. Das wird auch gleich volllaufen, dann wird nämlich hier oben die ganze Geschichte sich austarieren. Die bekommen nämlich jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Und dann soll das passen. Gut, wir haben hier oben noch Platz. Dann würde ich mal sagen, ja gut, es ist halt hauptsächlich hauptsächlich tagsüber.
sollten wir mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen. So passt es. Und pass auf, hier unten haben wir auch ein Problem, dass das hier nicht so ganz passt. Das hier unten auch mal weg. So, den. Hier oben kriegt ihr euren Strommast wieder hin. Dann bereiten wir hier oben auch gleich weiter vor. Wie gesagt, wir haben hier oben noch ein bisschen Platz und dann sollten wir den Platz hier auch nutzen. Unkonzentriertheit. Oh, was habe ich denn da jetzt gemacht? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So passt es auf jedes Muster rein. Davon sollte ich mir dann auch mal ein Blueprint ziehen. Wobei, ich denke mal, das Blueprint bringt nicht so 14. Eins, damit sind wir dabei. 28,6 runter. Das heißt, tagsüber verbrauchen sie halt nicht so viel. Und sollten dann dementsprechend nachts einen kleinen Puffer an Carbon übrig haben. Kurz weg. Hau da mal voll. Warum kommt denn hier unten nicht genug an? Alles Algen vom MK1. Was fehlt denn uns? Wir können schon MK3 bauen. Okay, dafür fehlt uns Stahl. Stahl kommt nicht genug an, weil wir Stahl gerade. Wie viel brauchst du für einen? Vier Stahlträger. Dann würde ich doch jetzt eher die MK2 dafür benutzen.
und die beiden hier, weil die haben eh immer das Problem, dass die nicht genug bekommen. So, Pickup von da, dort nach da. Pickup von da, dort nach da. So, dann hau du das hier einfach mal rein, weil wie gesagt, wenn ihr eh nicht genug Carbon hier oben bekommt, wobei jetzt bekommen natürlich gerade mal wieder genug Carbon. Fünf bleiben übrig. Okay, das fühlt sich. Ja, das sieht doch wieder wesentlich besser aus. Wow, kein Fuel Oil mehr. Dann müssen wir da. Eieiei. Lag das jetzt am Strommangel? Okay, wir müssen definitiv nach oben rangehen. Das heißt, wir könnten ohne Probleme 2, 4, 6, 8, also 80, 1, 2, 3, 8, na, sagen wir mal 40. 40 Basic Farm können wir noch ohne Probleme bauen. Das kostet aber auch nicht Eisen. Aber gut, 40 sollten hingehen, 40 sollten nochmal hingehen. Ich bin hier falsch, ne? Ja. Ohne Probleme doppelt so schnell. Ziegel. Okay, ich laufe mal wieder zurück. Ich hole mal ein paar mehr Claybricks. Natürlich keine Claybricks, sondern Brennstoff. Es staut sich nicht und es wird gleich wahrscheinlich wieder. An sich ist das ja nicht schlecht, wenn die vollgelaufen sind. Davon haben wir auch erstmal genug. So, wo stand der Ofen? Ah, da komme ich ja nicht durch.
Okay, das kostet ja richtig Ziegel. Aber ich meine, ich hatte hier unten noch bei der temporären da. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel ich gebaut habe. Fünfzehn, 20, 25, 30, 40, ach, egal. Lass durchrödeln. Hier wollte ich noch Carbon holen, ne? Damit kommen wir von den 12,6 definitiv am morgigen Tag ein wenig höher raus. Da passt schon keiner mehr hin. Ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber dann setzen wir es halt hier hin. Okay, da oben hatte ich es auch schon. Gut, die Pumpen hier müssen auch nochmal verschoben werden. Kann ich bis nach unten? Na, kann ich natürlich nicht gucken. Radare. Optimal. Die Dinger. Wir konnten jetzt aber zumindest schon mal ein bisschen speichern. Hier absolut nichts. Wie sieht das hier aus? Okay, hier haben wir schon gelbe Fließbänder. Aber das ist ja nicht wirklich voll. Ich meine, klar. Das kann unter Umständen in gewissen Sachen sein. Aber solange sich das hier unten noch nicht voll staut, ist mir das zu wenig. Da werden wahrscheinlich die Fließbänder zu lahmarschig dann werden. Aber wir können schon rote bauen, also von daher. Gut, dann werden wir uns in der nächsten Folge darum kümmern, dass wir da oben nette Geschichten, also die Erweiterung der Biofarm, in Angriff nehmen. Das hier sieht gut aus. Das war ich auch der Fall. Ja, jetzt staut sich das hier mal wieder massivst. So soll das sein. Hier nicht in, nicht so ganz, aber naja. Der haut hier noch mit zusätzlich ordentlich was raus. Es wird auch sogar mehr. Perfekt. Gut. Die Farmen sind durch. Ich wollte schon mal ein bisschen Landfill einsammeln. Ihr habt hier aufgehört zu produzieren. 21.000.
Ja, endlich mal. Und trotzdem können wir mit dem Lenfill, so leid es mir tut, im Moment nicht so wirklich viel anfangen. Weil wir halt erstmal irgendwas in Richtung bessere Türme brauchen. Hatte ich die schon gemacht? Sniper, ne? Davon 30 Sachen. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, haut rein bis zum nächsten Mal und tschö, tschö.